so mal vor. Also, es ist der Beitrag, wie ihr seht, dass wir den Lehrer auch auf einer ganz anderen Seite sehen. Im nächsten Beitrag sind eigentlich, ich muss sagen, die verschiedenen Komponisten und Musiker von einer ganz anderen Seite. Begrüßen Sie auf der Bühne den Maurus, den Ellen, den Mike Sutter und den Raphael Hollenstein. Das ist übrigens, stehen ja alle drauf. Ja, schön drauf. Hallo, hallo. Ich muss mich mal so in den Lernen tun, und da die Schiffsvorschule. Hä? Ein musikalisches Werk. Vor vielen, vielen Musikepochen. Renaissance? Nee, ich tippe auf Barock. Nee, das wäre zu weit hergeholt. Expressionismus. Ach, zu behindert. Klassik. Nee, zu alt. Impressionismus. Oder vielleicht eher Romantik? Mann, bist du doof. Das ist doch scheißegal, das ist ein Schauspieler und auch der falsche Stichwort war. Okay, nochmal von vorne. Vor vielen, vielen unbekannten Musikepochen in einer unbekannten Partitur wagnete sich der Sohn von Mendelssohn in die große Stadt. Wien. Unbekannt. In die große, unbekannte Stadt zu fahren, um Maler zu werden. Am nächsten Morgen wollte er mit seinem Ross namens Hini, das Ross Hini, den Walkürenring schlagen. Mann, sieht der scheiße aus. Stichwort. Doch Rossini wollte nicht und er musste seinen Mozart nehmen. Darum fuhr Mendelssohn mit seinem Mozart der Marke Puch und einem 2/2-Takt-Motor durch die Vivaldis zur großen Stadt. Schon von weitem sah er den großen, schönen Berg, genannt Schönberg. Auf dem der Feuervogel hast. Und an dessen Fuße sich die Sporthalle des Bergkönigs befand. Nachdem er die Heiden überquerte und über die Bruckner kam, über den Bach führte, sah er ein großes Orchester bei der jährlichen Orchestergrabenmeisterschaft. Als er in der großen Stadt ankam, hatte er Probleme beim Bramsen des Mozarts und knallte in die Wand. Doch er hatte Glück. Und ihm ist nichts passiert, er hatte keinen Druck. Danach händelte er mit einem Wirt. Geht, Fisch! Du sollst auf dein Stichwort achten. Du auf das Zeher. Nochmals. Darum händelte er mit einem Wirt. Urs. Er verkaufte ihm sein Mozart und bekam dafür ein Zimmermann. So, dieses
Zimmer hätte ich auch nicht gewohnt. Dort spielt sie ein großdetailliertes Klavier. In den Ofen, Bach. Schwul. Und bekam schön warm. Plötzlich hörte er einen Streit. Er stürmte hinaus und sah, wie eine Frau von einem Rhythmoplegiker in die Donau geworfen wurde. Er packte seinen Dirigentenzauberstab heraus, vom bösen Schlagerzeuger. Dieser sprang mit angeschlagenen Glocken, winselnd und weinend wie die Königin der Nacht herum. Es kam zum Dialogisieren. Stichwort. Kein Problem, dafür musst du aber auf meiner Zauberflöte. Du kannst froh sein, wenn ich deine Glocken spiele. Oder sonst kann ich dir den Nussknacker zeigen. Und er hatte nicht viel Fantasie und konnte nicht variieren und hat mich deshalb Mendelssohn genannt. Und wie heißt du? Ich werde Anitra genannt. Oh, ein schöner Name. Was machst du beruflich? Hauptsächlich gehe ich auf den Taktstrich. Ich bekomme Geld von meinem Vater, Papa Geno. Und hast du Hobbys? Ja, ich tanze sehr gern. Hab sogar einen eigenen Tanz. Anitras Tanz. So laden sie sich an. Es kam zur Hochzeit von Ali und Mendelssohn. In der Hochzeitsnacht wurde Mendelssohn träge. Und konnte sich nicht bremsen. Nach der Nichtperiodisierung von allen ging es noch 3 Jahreszeiten. Bis der kleine Tom zur Welt kam. Oh, ist der niedlich. Weil er schon nach einem Monat stehen konnte und dann Stammtom genannt wurde. Das ging dem Vater Mendelssohn so etwas von auf die Glocken, dass er nicht wusste, wohin er ging. Darum erhängt er Tom. Welcher nun als hängend Tom begraben wurde. Darum wurde sie depressiv, wanderte aus und verbrachte eine Nacht auf dem kahlen Berg.
Später wurden sie vom Feuervogel gefressen. Sehr wahrscheinlich ein einmaliges und einschneidendes Erlebnis, dieses Gefressenwerden vom Feuervogel. Da gebe ich dir mal vollkommen recht. Melanson wurde mal. Und baut eine Gleichung mit Bertha. Den kenne ich, aber ja. Jetzt, wo du sagst, aber wir sollen ja auf unser Stichwort warten und unsere Klappe halten. Ja, genau. Dieser hatte ein Herrenschuhgeschäft namens Schumann. Darum wurde er Schubert genannt. Eines Tages fuhren sie mit dem Vergnügungszug zum Schwanensee. Dort besuchten sie das nahegelegene Museum, welches gerade die Bilder einer Ausstellung verkaufte. Verkaufen? Sowas würde ich verbrennen. Moderne Kunst. Wenn ich dir so ins Gesicht schaue, Kumpel, dann ist diese moderne Kunst sehr schön. Mendelssohn brachte Ani einen Bilder und einen Strauß Blumen mit. Am Abend stiegen sie zu einer kleinen Nachtmusik ein. Sofern Ani und Mendelssohn nicht verstimmt sind, spielen sie noch heute. Und nun unsere Sponsoren. Swisscom. Und die Milch. Das ist der Präsident.